Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start wieder mit einem Clash of Clans Video. Ich habe in den letzten Wochen und Tagen unendlich viele Clash-Kommentare bekommen. Unter jedem oder unter gefühlt jedem SW-Video standen so ein bis zwei Kommentare. Und die Leute haben sich gewünscht, dass ich endlich mal wieder ein Clash-Video hochlade bzw. aufnehme. Und heute ist es endlich wieder soweit. Ich wollte natürlich in der Zwischenzeit ein paar neue Sachen machen oder dass irgendwas Neues in Clash passiert, damit wir nicht immer das Gleiche machen. Deswegen können wir heute zwei verschiedene Sachen machen. Als allererstes schreibe ich mal, sagt Hallo zu YouTube, wie immer. So, und dann erkläre ich euch direkt, was wir vorhaben. Nummer 1. Aktuell läuft das furchtlose 5-Event. Das heißt, 5 verschiedene Frauen müssen wir benutzen. Wie ihr seht, habe ich schon 4 von 5 Aufgaben geschafft, beziehungsweise 4 von 5 Mal diese 5 verschiedenen Aufgaben geschafft und wir schließen heute alle ab. Das Problem ist, meine Tränke waren voll, beziehungsweise bis eben waren alle voll, jetzt sind glaube ich nur noch 3 voll. Wir müssen mal schauen, ich meine, wir haben den Uhrentrank noch, dann den Machttrank und auch den Trainingstrank. Das heißt, wir können die eigentlich gleich benutzen und dann direkt ein bisschen boosten. Aber ich glaube, wir nehmen sogar den Heldentrank heute, weil Nummer 2 des Videos, wir wollen heute Bowler benutzen. Ich habe Bowler noch nie benutzt, die habe ich freigeschaltet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die sind. So, wir schauen als erstes mal hier rein. Ja, also den hier müssen wir leveln, machen wir das oder benutzen, machen wir das einfach mal. Den hier müssen wir benutzen, das ist der grüne, dann werden die auch schneller gecraftet. Und den Uhrentrank, den können wir dann nebenan benutzen, wenn wir bei der Builderspace arbeiten. Und den hier, den machen wir einfach mal so, okay? Den benutzen wir jetzt einfach mal so. Ich meine, ich habe nur einen davon, aber das mache ich wegen diesen Bowlern, damit wir die dann gleich in der besseren Stufe haben. Das wird bestimmt ganz gut dann funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Nicht Bowler, sondern wie heißen die Dinger? Miner. Habe ich Bowler gesagt? Sorry. Miner. Okay. Hallo. Hallo YouTube. Hallo Opferho. Nö. Come on, boy. Okay. Sophia hat sich gewünscht, dass ich als allererstes ihre Base angreife. Das machen wir jetzt mal. Ich meine, ich habe eine fucking komische Strategie. Sollen wir lieber ihre Base mit den Minern an. Komm, wir machen es einfach mal so. Wir haben zwar nichts in der Clanburg drin, wir machen es einfach mal so zum Start. Und dann benutzen wir gleich mal die Miner. Das ist jetzt natürlich ein richtig komisches und merkwürdiges Team. Das ergibt auch nicht wirklich Sinn. Aber naja, es ist die Challenge. Und die Challenge gibt eigentlich immer halbwegs vernünftige Bewertungen. Wir haben keine Mauerbrecher, deswegen kommen wir da eigentlich gar nicht so schnell durch. Das ist so ein kleines Problem. Deswegen schicke ich den King auch direkt mal hinterher. Ein paar Ladies so an den Rand. Ich glaube, wir kommen da gar nicht richtig rein, weil Sophie ihre Mauer natürlich mega aufgewertet hat. Das ist heftig. Ich warte noch so ein bisschen. Ich glaube, wir hätten einen Jumpspell nehmen sollen, ich Idiot. So, ich schicke mal noch ein paar Hexen rein und weiter die. Und dann kommt jetzt meine Queen rein und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas gleich hinkriegen. Die Infernos sind natürlich mega heftig und hässlich und wir kommen erstmal nicht in die Mitte rein. Ich glaube, das kriegen wir nicht so wirklich hin, aber schauen wir mal, wie viel Prozent wir mit dieser merkwürdigen Wag-Strategie erreichen können. Ein bisschen was schaffen wir doch, denke ich. Also wenigstens sind unsere Truppen jetzt auf der höchsten Stufe durch diesen Zauber, das ist natürlich eigentlich ganz nice. Wir können eigentlich mal das hier freezen. Queen wird jetzt gezündet, Inferno ist weg. Auf der rechten Seite haben wir natürlich noch den Inferno und Queen kann reinspringen. Wir könnten eigentlich direkt ragen und auch direkt mal healen. Ich meine, wir haben die Healer oben drauf, aber ich war mir nicht sicher, wie viel der Inferno macht. Dafür, dass wir so eine shitty Strategie haben, kriegen wir trotzdem 50% 2-Star. Wir haben übrigens wieder in der Clankriegsliga mitgemacht, sind jetzt natürlich richtig hoch aufgestiegen. Lief eigentlich ganz gut, ich wollte ein Video aufnehmen, aber es wurde immer sehr spät, weil wir nur 2 Leute im Clan haben, die eine Kampfmaschine spenden können. Und dann konnte ich immer erst abends kämpfen oder ganz früh morgens, da hatte ich keine Zeit aufzunehmen. 60% mit dieser komischen Strategie. Heaven ist zufrieden. Das war schon mal gut für den Anfang. Noob,
Das war ein Pro-Angriff, da sind wir uns alle einig. So, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mal richtig. So, und hier machen wir dann nachher das. Ne, wir müssen hier zuerst, ja? Wir machen mal als allererstes diesen Schub, damit wir die Sachen auch wirklich sinnvoll ausgeben und nichts irgendwie verschwenden, weil wir jetzt den nächsten Zauber davon bekommen. Das wäre totale Verschwendung, wenn wir den anderen Kampf vorher gemacht hätten. So, wechseln wir mal und drückt mir die Daumen, dass wir eine Base finden, die halbwegs vernünftiges Loot hat mit dieser komischen Strategie. Let's go! Die Base ist gut aufgewertet, hat aber auch schickes Loot und wir müssen nur durch eine Mauer durch, beziehungsweise auf beiden Seiten durch eine Mauer. Ich glaube, wir greifen von zwei Seiten an. Ja, das machen wir. So, dann schicken wir hier mal zwei Giants hin und dann können die da erstmal kämpfen. Und oben machen wir mal einen Giant und vielleicht ein paar Bogen. Ein Packer direkt. Packer auch hier. So, dann können wir schon mal mit Hexen arbeiten. Ich würde sagen, wir schicken auch schon mal den King hier mit rein. Zwei Valkyren, Hexe hinterher und einen Healer hinterher und dann noch ein paar Bogis hier rein, noch ein paar Valkyren, zack, und unten gehen wir dann mit der Queen rein, Healer und ein paar Ladies. Okay, also wir müssen jetzt auch von zwei Seiten irgendwie angreifen und gucken, dass wir so viel Loot wie möglich bekommen und hoffen, dass unsere Leute nicht zu schnell sterben. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir die 50% erreichen, ohne irgendeinen Zauber zu benutzen. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe es. Ja, 50% erreicht. Loot sieht so naja aus. Die sind so ein bisschen am Rand. Hm, vielleicht kriegt der Packer das noch hin. Der ist dabei, die Heilerin ist jedenfalls bei dem. Wir müssen ein bisschen auf die Queen achten. King ist jetzt gestorben. Wie immer, King stirbt immer. Was kennen wir anderes? Hm, Queen wird jetzt gezündet. Holen wir noch ein bisschen was aus dem dunklen Lager raus. Eigentlich ziemlich sick, also die Strategie ist der übelste Shit. Aber bei dieser Base sieht es eigentlich relativ gut aus. Erstaunlich, dass wir so viel Prozent kriegen und wirklich jetzt noch einiges zerstören. Wow, läuft gut. So ungewohnt. Normalerweise immer, wenn ich in Clash-Videos irgendwas zeigen will oder mache, dann funktioniert es nicht. Was lernen wir daraus? Wir müssen so eine Shit-Strategie nehmen und einfach diesen Challenges folgen. Dann können wir selbst so eine Base 3-Staren? Was? Kriegen wir einen 3-Star hin? Also wahrscheinlich liegt jetzt nur an diesem Zaubertrank. Wir sollten öfter diesen Trank benutzen, damit unsere Truppen einfach so krass sind. Das ist natürlich mega cool. Vor allem Queen ist jetzt Level 40. Wieso ist Queen Level 40 und King... Sind die 5 Stufen nach oben gewandert? Das kann sein, ja. 5 Stufen. Wow. Schick. Wir kriegen wirklich den 3-Star hin. Damn. Ich sollte überzeugter von mir sein. Ich meine, natürlich easy, dass wir den 3-Star bekommen. Das habe ich schon erwartet. Hätte ich nie gedacht. Wow. Cool. Gut. So, das haben wir geschafft. Herausforderung abgeschlossen. Alles so gleichzeitig. Demnächst kommen wir in die Clan-Spiele. Vielleicht kann ich darüber dann irgendwann ein Video machen. So, wir haben als nächstes unsere ganzen Miner auf Level 3. Das wird ein Spaß. Und diesmal bilde ich jetzt einfach wieder die normale Armee aus, weil ich ja die Challenge schon geschafft habe. Beziehungsweise ein kleiner Trick, aber den kennt eigentlich jeder. Bevor so ein Event endet, lohnt es sich halt, wenn ihr dann zum Beispiel ein ganzes Armeelager voll mit Valkyren ausbildet. Also nicht die ihr benutzt, sondern die zweite Backup-Armee. Und wenn das Event vorbei ist, dann löscht ihr die Valkyren wieder raus, dann habt ihr gratis dunkles Elixier verdient. So, wir machen jetzt noch ein bisschen was mit den Minern. Mal sehen, was hier ist. Sollen wir das hier mit den Minern mal testen? Mir wurde gesagt, ich habe noch nie mit Minern gespielt, das ist jetzt mal allererstes Mal. Mir wurde gesagt, Miner brauchen eigentlich nur Heal-Spells und man kann die so schön irgendwo droppen und bei Magiertürmen muss man halt ein bisschen aufpassen und auch bei Riesenbomben. I don't know, wo hier was wie gebaut ist. Und gehen Miner eigentlich auch aufs Rathaus? Wenn wir jetzt keine Helden oder so, setzt man die alle an einen Spot oder so von zwei Seiten? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Gut, dass wir es hier testen und danach bei einem richtigen Kampf, dass wir da schon ein bisschen Erfahrung haben. Jedenfalls ein bisschen Erfahrung. Ich gehe mal einfach mal hier rein. Mit so ein paar. So, keine Ahnung. Ich denke, wir machen jetzt mal einfach so. Bringt das überhaupt was? Und dann hier. Die sind irgendwie ein bisschen weird. Sehr weird, keine Ahnung. Und dann gehen wir hier mit den anderen Minern rein. Oder soll man die alle so verteilt setzen?
Ich habe keinen Plan. Ich sehe die einfach nicht. Sind die alle schon tot auf der linken Seite oder wie? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen überfordert. Ich denke, da ist ein Heal-Spell ganz gut. Aber was machen die denn? Also der Jump ist natürlich komplett überflüssig. Aber was machen denn die Miner jetzt? Die graben sich und gehen dann zu dem nächstmöglichen Ziel. Aber wieso sind die auf der linken Seite nicht zum Rathaus gegangen? Die sterben so schnell, oder? Wenn einer von euch Erfahrung mit Minern hat, schreibt es mir in die Kommentare, wie man die am besten einsetzt. Das sieht auf jeden Fall relativ wack aus. Das hat ja gar nichts geschafft. Die Miner sind komisch. Okay, mal sehen, nach diesem komischen Kampf, ob wir es im echten Kampf irgendwie besser hinkriegen und eine Base finden mit viel Loot, dass wir auch noch den Sternbonus kassieren. Glaubt ihr, wir schaffen es, mit Minern einen Stern zu holen? Da hat man so die richtige Unerfahrung von mir gesehen. Ich habe noch nie einen Miner-Kampf gesehen und ich habe Miner noch nie benutzt. Wie soll das funktionieren? Versuchen wir unser Bestes. Drückt mir die Daumen und gebt mir gerne Tipps, wenn ihr welche habt. Naja, ich finde nichts Besseres. Der hat jetzt nicht wirklich viel Loot. Aber wir sind Rathaus Level 9er. Und wir versuchen ja eigentlich nur 50% zu erreichen, oder? Also könnten wir es wagen. Oh shit, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Wie viele soll ich denn immer schicken? Vielleicht waren das zu viele an einem Fleck. Vielleicht können wir ja so die so ein bisschen verteilen. So, funktioniert das? Ist das okay? Ich will bei den Magiertürmen natürlich aufpassen. Noch ein bisschen hinterher schicken. So. Ich bin mir so unsicher bei den Minern, wie genau die vorgehen. Also es ist natürlich mega cool, dass die so unter die Mauern gehen. Hier sieht es eigentlich besser aus, aber man bekommt so gar nicht mit, ob die sterben oder nicht. Jedenfalls ich als unerfahrener Spieler nicht. Ja, die 50% kriegen wir auf jeden Fall hin, hä? Also ich meine, wir haben jetzt nicht mehr viele. Wäre jetzt wirklich mies, wenn wir die 50% nicht erreichen, aber 50% sind da. Aber die sind trotzdem irgendwie noch komisch. Ich meine, die sind vielleicht... Benutzt man die einzeln oder benutzt man die als Kombination mit was anderem? Dass die bestimmte Gebäude aufräumen oder zuerst andere Truppen was aufräumen und die kommen dann zum Schluss? Die graben und dann gehen die zum Gebäude, dann schlagen die und dann graben die sich wieder ein. Und nur wenn die in der Luft sind, dann kriegen die natürlich Schaden. Hier sind eigentlich relativ viele. Also Magiertürme sind wie gesagt am gefährlichsten, beziehungsweise allgemein AOE-Schaden. Vor allem diese Riesenbomben hier. Also ähnlich wie Hawks, nur unter der Erde. Hey, Stern bekommen? Ja, also ich wollte eh nur den Sternebonus. Aber, hallo YouTube, hi. Und Bello, hi. Das schaffst du aber. Wir haben jetzt eh keine richtige Armee mehr. Das ist die lustige Base. Die habe ich ja selbst. Jedenfalls so ähnlich. Was benutzt du auch deine Spells? Ich wollte nur den One-Star, also von daher hat's gepasst. Aber die erste Strategie war erstaunlicherweise relativ gut. Lief extrem nice. So, ich hoffe, euch geht's gut und es hat euch gefallen, dass wir nach der ganzen Zeit nochmal ein Clash-Video aufgenommen haben. Und viele haben gesagt, warum hast du mit Clash aufgehört? Ich habe nicht aufgehört, ich spiele das Spiel noch gern, nur meistens in der Freizeit und in Videos dann nur zwischendurch. Donnerstag ist so der Random-Tag, da werde ich dann ab und zu auch Clash aufnehmen und hochladen, also aufnehmen vorher, aber hochladen. Und ja, also ich mag es nach wie vor sehr gern, also wundert euch da nicht. Falls ihr übrigens sehen wollt, wie weit ich vom Aufwertungsstand bin, das seht ihr am besten hier. Alle Gebäude, die Max sind, sind auf der rechten Seite und alle beziehungsweise unten. Und alle Gebäude, die ich nur aufwerten muss, sind auf der linken beziehungsweise sind oben. Also seht, ich bin relativ weit und bin sogar zufrieden. Wir werten jetzt als allererstes eine Mauer auf. Zwei Mauern sogar. So, wir werten jetzt zwei Mauern auf. Und als nächstes, ich denke am sinnvollsten, ich will ja erstmal die Queen aufwerten, dann gebe ich dir den Hammer. Da brauchen wir nur noch 3000 ungefähr. Also fehlt uns eh noch was. Und dann nutzen wir einfach mal das Gold für eine Sprungfalle. So, bam. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Clash of Clans Video wieder. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da und schreibt mir Tipps dazu, wie man Miner benutzt. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.